So, na gut, hier war ich ja tatsächlich schon. Das heißt, es bringt halt auch einfach nichts gerade. Hier habe ich dann soweit aufgeräumt. Den neuen Launch. Ja, gut, genau. Ah, genau. Und da kommt man vielleicht nach oben. Tatsächlich. Das könnte was werden. Hier war ich ja auch schon mal irgendwie, ne? Gut, hier war ich noch nicht. Lieber Margot, ich habe deine Nachricht erhalten und stimme dir zu, dass es Zeit wird, Essen zu fassen. Leider sind wir noch im Dienst. Ich sage Bescheid, sobald ich mehr erfahre. Von Herzen? Ich. Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Mein Lieber, da bist du wieder hängen geblieben. Beziehungsweise meine Liebe in dem Falle. Müssen wir das nochmal versuchen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt endlich mal was gefunden, wo ich noch nicht war bisher. Das Artefakt scheint auch ein bisschen näher zu sein. Wer ist da? Knie nieder, du Abschaum! Die Frage ist, warum der jetzt schon wieder so, sich so bewegt, dass ich ihn nicht erledigen kann. Muss ich halt wieder warten? Für Hundekämpfe, wie zu Zeiten meines Vaters. Ach, fuck. Es hätte fast funktioniert. Wie kriegen wir dich denn platt, meine Güte? Es ist halt echt, dass hier gleich noch jemand rumrennt. Aber bitte ich um einen Posten im Großpalast. Warum auch nicht? Ich hätte es verdient. Bin sicher, da war jemand gestorben. Okay, das mit dem Hin und Her rumlaufen bringt nichts im Moment. Aber 4 Betäubungspfeile sind einfach nicht genug im Moment. Deswegen lasse ich das.
Hier werden wir auch nochmal zurückkämen. Wenn ich je die Chance habe, bitte ich um einen Posten im Großpalast. Warum auch nicht? Ich hätte es verdient. Hm? Wohl doch nichts. Jetzt hängt die schon wieder fest. Glaub, ich hab was gesehen. Und du bleibst halt auch echt nicht lange weg. Wohl doch nichts. Myers hat 3 Monate. Hey, pass auf! Was? Schlimmster Posten. Du bist so tot! Und wo bitte willst du hin? Okay. Das bringt. Also, ich komme ja tatsächlich ohne Dings nicht weiter, ohne Betäubung. Diese haben wirklich so ein unnütz oder unschönes. Unschönes hin und her rumlaufen. Ich glaube, ich sollte auch echt aufhören gerade. Ich habe tatsächlich gerade absolut keine Konzentration mehr. Ich habe deine Nachricht erhalten und stimme dir zu, dass es Zeit wird, Essen zu fassen. Dann komme ich auch gerade nicht mehr ich sage Bescheid, wirklich auch anständig von Herzen ich quasi hier entlang komme. Monate im Westen bei Lady Pinoli gedient. Das war alles. Jetzt ist er Major. Glückspilz. So, guck mal, jetzt kommen wir doch hier mal weiter. So, ihr werdet durch. Endlich mal. Wie ist denn... Hier geht's zu dem Ding. Okay. Kommen dann ja nicht wirklich. Also hier geht's runter. Haben wir hier irgendwie noch mal was, wo wir weiterkommen? Ja, tatsächlich sogar. Das haben wir ja schon mit der Missionierung. So, wieso wirst du denn auf einmal mutmaßliche Ortung hin? Aramis Dalton? Wie auch das auf einmal. Wieso bist du auf einmal wieder hier, wieso rennst du denn hier rum? Der Lila Copperspoon. Mhm. Na gut, Toilette spulen brauchen wir jetzt gerade nicht. Auch hier können wir wieder nichts machen, leider. So. Wie gesagt, ich lasse das mit dem Vorlesen gerade. Da fehlt mir gerade zu viel Konzentration. Du stehst auch noch darum. So, da haben wir jetzt ein bisschen mehr. Mhm.
Brianna Ashworth. Ah ja, und noch ein Dings. So vieles ist in Bewegung und übt einen jeweils subtilen Einfluss aus. Mit Delilah, der neuen Kaiserin, werden alle bisherigen Schranken überwunden. Vieles könnte erreicht werden. Meine mechanischen Soldaten haben ihre Rolle gespielt. Aber jeder kostet mehr, als ein reicher Mann im Leben verdient. Es könnte Jahre dauern, selbst eine Lösung zu finden. Aber mit einem fügsamen Sokolov könnte ich den Prozess vielleicht optimieren, um neue mechanische zu einem Bruchteil der Kosten herzustellen. Ob ich meinen alten Lehrer mit dem Reiz der Entdeckung verführen oder in die Klammern ansetzen und den Strom einschalten muss, ist mir egal. So, hier ist dann noch mal das letzte. Das letzte dieser Knochenstaaten. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Können Sie noch mal umziehen? Klingt halt aber auch nicht so wirklich was. Ja, wir können ja ein paar, was sind das? ein paar Kissen hier rumliegen, aber ich glaube, wir müssen echt die erstmal hier den Dings auseinandernehmen. Herzog Luca Abele. So, du wärst mal weg soweit. Hat jetzt leider nicht wirklich was gebracht. Wir können es hier halt nochmal runter. Es geht endlich. Was Sie auch getan haben, hören Sie auf. Lassen Sie mich! So, jetzt seid ihr nämlich zu erledigen. Sehr schön. Whiskyglas, blub, ja, passt. Jetzt sind wir hier unten, okay. Aber auch das bringt ja nichts, weil ich ja hier schon überall war.
Ja, und durchkommen wir nicht. Wieso ist denn da auf der anderen Seite nichts? Wieso komme ich nicht hier voran? Ich versuche mal, was die Dings hier, der Aufzug, was bringt. Wo der uns hinbringt. So, einmal runter bitte. Schauen wir mal, wie die die Privatgemächer hier sind. Vielleicht kommen wir da ein bisschen voran. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Okay, wir sind halt wieder da. Gehen wir halt doch nochmal zurück. So, einmal zu, bitte. Oh. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Wieso ist auf einmal hier wieder ein Dings? Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Etwas hat. Wo kommst du denn auf einmal hier? Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Kollege, du könntest da echt weglaufen. Das ist gerade absolut beschissen. Wo das hinführt. Na gut, nirgendwo, wo es mich hin, wo es mir irgendwas bringen würde. Okay, jetzt bestehst du dich, läufst du zumindest mal durch die Gegend. Genau, verzieh dich mal und ich verziehe mich dann auch mal. Die Maschine stellt hier keine weiteren Probleme fest. Und tschüss. So, das wäre... Auch das bringt mir halt nichts. Ah, warte mal, hier ist noch ein... Ah, okay. Prima, dann haben wir das jetzt mal. Immerhin.
So, dann haben wir jetzt noch das letzte. Manchmal fühle ich den Wind auf meiner Haut. Das Runending hier. Die letzte Rune. Wie kommen wir denn da jetzt noch hin? Ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen. 60 Meter. Da geht's sonst noch hier irgendwo hin. Kurz mal warten. Weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Löse elektrostatische Ladung aus. Zurücktreten. Wohin führt das jetzt? Auch hier geht's halt nicht weiter, geht's. Hinter scheint es halt mehr oder weniger rauszugehen. Das bringt aber auch nicht allzu viel. Kommen wir denn hier raus? Wiedereinleitung des Graphits. Okay, damit waren wir einfach quasi. Okay, das. Ja. Machen wir halt einfach so auf. Leerlauf. Justiere Linsenfokus. Neue Diagnoseschleife. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Okay, da war ich schon im Schleichmodus. Das heißt, mehr als verstecken können wir uns gerade nicht mehr. Sonst geht's halt hier nicht weiter. Irgendwie gibt es halt hier auch nichts Interessantes mehr. Nichts, was irgendwie weiterhilft.
Das fällt schon mal hin. Ja. Flach, meine ich. Was haben wir hier? Halt auch nix. Oder? Das könnte das Ende der Inseln sein. Oder das ist was einfach die Dings. Also die Badewanne setzen, das könnte vielleicht auch noch passen. Jetzt, okay, hier waren wir tatsächlich noch nicht. So, geht's denn hier etwa jetzt weiter? Jawohl, ja. Na, endlich. Wow. Was für ein Hin und Her. So, auch hier ist wieder was zu lesen. Aber ja, ich glaube, dann kriegen wir es jetzt doch noch hin. Komm. Los, los, los. Das muss Gingers Labor sein. So, da haben wir dann das Dings, das Labor an sich. So, noch was über Wahlknochen. Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Also ich bin jetzt hier. Eine Unklarheit fest. Immer noch Leerlauf. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Irgendwie regiert es da unten jetzt gerade nicht. Tausend Rotationen. Wiedereinleitung des Graphits. Wir hätten ja auch noch ein... eine Tür. Da unten wäre dann auch noch die entsprechende Rune. Das muss der Elektroschocker sein, den Gendosh erwähnte. Ah. Diese Wiedergabe weist Wiedergabe auf eine mutmaßliche Ortung hin. Okay, du hast also irgendwas entdeckt. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Das muss Gingers Labor sein. So, den Elektroschocker gab es jetzt wo? Das muss der Elektroschocker sein, den Gendosh erwähnte. So, dann schauen wir doch mal, wo das jetzt hier abgeblieben ist.
Das kann auch jetzt mal alles hier weg. Ja, vielleicht sollten wir da rangehen, wenn wir sie bitte erledigt haben. Das muss Gingers Labor sein. So, da wäre auch noch. Achso, das mit dem hatten wir auch schon mal. Oh, sogar Teil 3. Ne, haben wir es dann noch nicht gehabt. Was denn? Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Das muss der Elektroschocker sein, den Jindosh erwähnte. Kirin Jindosh. Okay, wir kommen jetzt irgendwie nach unten. Aber dann haben wir zumindest mal die Rune. Da ist noch ein Brief von Delilah. Und ein Schlüssel, sehr gut. So, du drehst dich also. So, noch ein paar Granaten. Ist vielleicht auch nicht verkehrt gerade. Hier wird es dann nach oben gehen. Ah gut, hier hätten wir halt dann auch rausklettern können, okay. So. Ich versuche den Elektroschocker mit Energie. Aha. Dann schauen wir mal. Oh, da sehen wir wieder Betäubungs. Das ist doch schon mal ganz schön. Aber könntest du mir vielleicht mal sagen, wo ich jetzt dieses Ding hinstellen kann? Beziehungsweise anstellen sogar. Gut, hier unten ist aber nichts mehr zum Mitnehmen. Naja, schauen wir mal, dass wir nach oben kommen. Hab ich was? Nö, hab ich nicht. Diagnose schreiben. Allgemeiner Ortungsmodus. Ja.
Naja, das war jetzt nicht so geplant. Oder gehe ich direkt mit dem Aufzug nach oben? Mal gucken, wo das hinführt. Na gut, hier gehört man auch nochmal zurück. Die Maschine läuft gerade langsam. Plus, minus. So, da war noch was zum Lesen, aber ich hätte gerne diesen Elektroschocker. Mal nach oben. Ich hätte mal ein paar. Tötet sie! Endlich, Fremder! Sie haben mich gefunden. Ist Ihnen klar, dass Sie erst der Zweite sind, der diesen Raum betritt? Na gut, da gibt es dann das letzte Ding, okay. So, liebes Spiel, gib mir doch bitte mal einen Punkt, wo ich hin muss. Wo kann ich diesen Mist jetzt endlich mal anschalten? Gehen wir mal direkt nach oben. So, du rennst jetzt da rum. Diese Wiedergabe weist nicht einfach beschützen, ihr Idioten! So, dann haben wir dich auf jeden Fall schon mal. Ein Problem ist halt echt, die Roboter jetzt loszuwerden. Erweitere das Suchgebiet. Dies weist auf ein eingeleitetes Suchprotokoll 8. Und tschüss. Löse elektrostatische Ladung aus. Zurückdrehen. Wechsle zu alternativen Taktiken. Ihr bleibt dann wohl da oben? Doch nicht ganz. Maschine hat Kampf verloren. Suche wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Ihr seid aber, glaube ich, nach unten, oder? Ja.
Dann wird das ja noch was. So, Dankeschön. Du kommst jetzt einfach zu dem Elektroschocker. Mhm. So, ich würde jetzt gerne mal mit dem Ding da arbeiten. Wahrscheinlich muss ich da halt vorher erstmal Strom irgendwie oder... Ah ne, da ist ein... So, ist hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Oh, tatsächlich noch was zu mitnehmen. Fuck. Ja, diese zwei Roboter sind gerade nicht sehr schön. Wie werden wir euch denn los? So, wusch. Vielleicht haben wir Glück, dass hier tatsächlich jemand verzieht, die Roboter endlich mal wechseln. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Zack. Verzieren. Aktivieren. Nicht genug Energie. Wo soll ich jetzt die Energie herkriegen? Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. So, um hier mal dran vorbeizukommen. Ich stelle hier keine weiteren Probleme fest. So, wie kriege ich denn jetzt hier Strom, liebes Spiel? Gib mir mal Strom. Anatomie-Plattform. So, Weaponry bringt ja wohl nix.
Ist eh alles gesperrt. Alter, finde ich habe absolut keinen Plan, was zu tun ist. Wie kriege ich denn den Strom hier hin? Machen wir alles auf Chemie gerade. Neue Diagnosestreife. Haben wir hier halt noch was? Du bist schon auf Chemie. Okay, das war B2. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Rückkehr zu Leerlauf. Wahrscheinlich müssen wir jetzt warten, bis hier alles sich gedreht hat, ne? Packe ich auch nochmal auf Chemie. Irgendwo mal angeben wäre, was überhaupt wir jetzt drücken müssen, würde das helfen. Wahrscheinlich müssen wir das halt echt irgendwie. Nicht genug Energie. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Also wir müssen es wahrscheinlich irgendwie alle so 5 bringen. Es ist halt nur die Frage, was bringt denn 5? Was bringt denn das alles auf 5? Na gut, dann probieren wir halt nochmal ein bisschen weiter rum. So, weißt du was? Dich packen wir jetzt mal auf Anatomie. Mal gucken, wo das jetzt hinführt. Dann darfst du das hier nochmal alles zusammenpacken und hin und her drehen. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Zack, die Zack. Er dreht sich immer noch. Neue Diagnosestreife. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Immer noch gesperrt. So, jetzt aber, oder? Genau, so, und ich packe mal auf Optics. Das scheint nämlich jetzt deutlich besser zu gehen.
Maschine hat einen weiteren Befehlssatz absolviert. Kampfprotokoll ab. Dafür kommst du jetzt, wieso kommst du denn jetzt nach unten? Bleib doch einfach mal weg. Ja, aber ich glaube, das funktioniert. Also eins auf Optik und zwei auf Anatomie. Ich glaube, das wird was. Für erfolgreiche Ortung. So, zack. Dann warten wir nur noch, bis das hier durchgelaufen ist. Und hoffen, dass wir dann in Ruhe mal den Dings umstellen können. Und natürlich kann das Viech wieder irgendwie auf mich zurückgreifen oder mich entdecken. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Diese Wiedergabe gibt eine falsche Ortung an. So, bleiben wir hier hinter dem Balken. Das geht, glaube ich, ganz gut. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Der Elektroschocker müsste jetzt funktionieren. Endlich. Okay, wir haben ihn, aber ihr seid halt noch da. Könnt ihr nicht einfach weg sein, wenn der jetzt angegangen wurde? Theoretisch kann ich jetzt hier verschwinden, oder? Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ordnung hin. Maschine ist unkämpfbar. Ein Jammer, dass es so kommen muss, der Jindosh. Autsch! Es könnte ja funktionieren. Es muss nur schneller gehen. Das heißt, ich lege jetzt erstmal das Ding hier um, dass wir fliehen können. Wieso werdet ihr jetzt andauernd aufmerksam? Ich muss ein bisschen mehr teleportieren, das geht schneller und ist leiser.
So, das wird jetzt umgelegt. So, dann legen wir dich nochmal um. Jetzt sollten wir hoffentlich entkommen. Und dann sorgen wir auch nochmal dafür, dass... Oh, ich dachte, das macht einfach das Ding wieder weg. Ein Jammer, dass es so kommen musste, Jindosh. Andererseits. Ah, das war irgendwo noch. Ja, okay. Dafür kommen wir jetzt aber gleich hier raus. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. So, Abflug. So, und ich hoffe, wir haben jetzt auch alles mitgenommen. Ach nee, warte, die eine Dings fehlt ja noch, die eine Rune fehlt ja noch. So, weiter geht's. Vielleicht sind die aber mittlerweile haben die sich verzogen. Schauen wir mal nach. Schön, wie der Hemdkragen noch rumflattert. So, wahrscheinlich müssen wir ihn aber auch noch durch die Gegend tragen, ne? Gut, wie sieht's denn jetzt aus? Okay, die sind weg, endlich. Diese Stadt ist ein Ort der Reichen. Aber nicht jeder kann am Festtisch sitzen. So, damit haben wir die Rune. Ich glaube, dann haben wir halt wirklich alles. Wir müssen ihn ja mitnehmen, oder? Zack. So, ihr habt hoffentlich Spaß da hinten. Oh ne, es sind Hexen. Wie unschön. So, dann verziehen wir uns. Also gehen wir. Yep, das war Sinn der Sache.
Wie Speicherplatz aufgebraucht. Ja, gleich mal gucken. So, wir sind 15 Mal entdeckt worden. Also das war alles andere als schleicherig. Aber wir haben niemanden getötet. Wir haben einen verdammten Blauplan vergessen. Gott verdammte Kacke. Naja, komm. Das ist es mir jetzt aber tatsächlich nicht wert. So, die Gemälde haben wir alle. Wir haben die Außerirdischen-Schreine. Ich mache das jetzt nicht nochmal neu. Und hier haben wir auch relativ viel gemacht. Einmal den Anführer getötet. Aber gilt trotzdem als niemand getötet. Ja, sehr gut. Alles klar. So, dann haben wir es jetzt aber. Dann können wir das jetzt hier mal beenden. Breche ich mal gerade ab. So, und dann, ja, vielen Dank fürs dabei sein. Genau. Ja, ich brauche jetzt erstmal Pause, Schlaf, irgendwas. Keine Ahnung. Ich war, also wie gesagt, irgendwie bin ich halt total durch gerade. Ah, das ist zumindest gut zu wissen. Vielen Dank. Das wäre tatsächlich ganz praktisch. Schauen wir dann mal. Aber ja, ich freue mich jetzt aufs Bett. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dahin, ja, mach's gut und ciao, ciao.